Und damit herzlichst willkommen zurück hier bei X-Rebirth. Ich habe auch noch nicht herausgefunden, wie diese drei Muscheln funktionieren. Naja, interagieren kann man eh nicht mit der Toilette. Dann halt nicht. Meine Güte. So, sprechen wir sie mal einfach an. Stehe ganz zu Ihren Diensten. Zeigen Sie mir mal Ihre Fähigkeiten. Zeigen Sie mir bitte Ihre Fähigkeiten. Alles klar. Gehen wir es an. Okay, die Führung ist ein Fragezeichen, die Navigation ist ein Fragezeichen, die Moral ein Fragezeichen, Verwaltung ein Fragezeichen, Kampf ein Fragezeichen, Technik ein Fragezeichen, Wissenschaft ein Fragezeichen. Tschüss. Viel Glück. Ja, viel Glück. Tschüss. Hat nur Fragezeichen. Naja. Nahrungsmittelhändler? Laufen Sie nicht vorbei. Ich habe hier alles, was Sie brauchen. Okay, zeig mir mal deine Waren. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Okay. Okay. Er kauft sie. Also nein, ich kaufe so ein für und er verkauft. Nein. Jetzt nochmals. Also, ich kaufe ein für 28,59 Credits und er kauft sie ein für 25. Ja, scheint mir eigentlich ein guter Deal zu sein, hä? Transaktionswert. Ah! So rüber muss ich gehen. Ja. Ja, sagen wir mal einfach mal okay. Okay, wir haben 156 Credits dazu bekommen. Supi. Ansonsten, oh, Bier. Cool. Naja, ich würde sagen, tschüss. Bier, jetzt, nein. So, was haben wir hier eigentlich alles drinnen? Ach, zum Teufel, diese grünen geschuppten Monster sind überall. Die sind ja echt überall, hä? So, wir fangen einfach mal von hinten an. So, nehmen. Und nehmen. Und nehmen. Wir klauen hier einfach kunterbunt durch und keinen interessiert es. So, hier sind wir rausgekommen. Gut. Dann hätten wir... Aha, sie hat so ein Dings drüber. Das ist ja interessant. Drohnenhändlerin. Hallöchen. Zeig mal. Hallo, Pilot. Was kann ich für Sie tun? Ja, erstmal die Standarddrohnen. Erstmal die... Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Selbstredend. Okay. Kriege ich... Ah, okay. Das hätte ich wahrscheinlich draußen auch so machen müssen, auf dieses komische Icon da gehen. Okay. Bau-URV. Sind es einerseits für Reparaturen von beschädigten oder zerstörten Teilen an Schiffen, sowie etwa Geschütztürmen gedacht. Andererseits können sie auch zum Bau ganzer Schiffe und Stationen eingesetzt werden, wenn sie von einer Schiffswerft oder einem Konstruktionsschiff aus gesteuert werden. Ohne externe Steuerung jedoch können sie keine frei schwebenden Objekte bauen. Bei diesen Beschränkungen handelt es sich um eine Sicherheitsmaßnahme, damit die von AGI kontrollierten Drohnen keine eigenständige Struktur errichten können. Interessant. Okay. Sprungantrieb, nein. Antrieb 62, Schilde 0, Hülle 1400. Interessant. Da mal zurück. Dann sagen wir mal die spezialisierten Drohnen. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Selbstreden. Ach, du Heimatsländler. Attentäter. Die hören sich ja ganz cool an. Der Attentäter ist ein... Na, toll, warte, einen Moment. Timer vergessen. So, jetzt. Der Attentäter ist ein höchst agiles ROV-URV-ferngesteuertes Fahrzeug und bemanntes Landstreckenfahrzeug mit einem herausragenden Schubgleichgewichtsverhältnis, das ihm unerreichte Beschleunigungsfähigkeiten verleiht. Er kann selbst die schnellsten und manövrierfähigsten Ziele verfolgen und ausschalten, braucht dafür allerdings einen hervorragend ausgebildeten Piloten, um konstant gute Resultate zu erzielen. Also schon mal nichts für mich. Bedingt durch seine geringe Masse ist...
jetzt habe ich gerade einen Lesebug. Bedingt durch seine geringe Masse ist die primitive Bewaffnung des Attentäter ROV vergleichsweise schwach. Stellt allerdings für diese Maschine typische Einsatzszenarien kein Problem dar, da Ziele in der Regel schnell und nur mit schwachen Schilden ausgeschaltet sind. Ja, okay. Ja, supi. Interessant, okay. Und die kann ich mir jetzt dann irgendwie kaufen und dann für irgendwas gebrauchen. Allerdings, ich kaufe mir jetzt allerdings noch nichts hier drinnen. Denn, vielleicht brauchen wir das Geld doch. Sag ich eigentlich immer und dann braucht man es nie. Ansonsten haben wir hier noch eine Dusche. Super, Gemeinschaftsdusche. Yay! Es ist schon bemerkenswert, wenn man weiß, dass es vor 40 Jahren gar keine Highways gab. Hast du schon mal gesagt. Noch eine Drohnenhändlerin? Hallo, Pilot. Was kann ich für Sie tun? Beginne Smalltalk. Wussten Sie, dass es seitdem viele Fortschritte gegeben hat? Richtig. Und seitdem wurde immer atemberaubendere Technologie entwickelt. Mhm. Sprungantriebe. Diese neuen Sprungantriebe sind, nun ja, sie sind halt, neu. Ich will davon nichts mehr hören. Was zum Geier war das? Egal. Kümmern wir uns um diese nette Dame mit dieser lukrativen Brille. Hier sind nur Frauen. Komisch. Okay, Kapitän, Führung, Navigation, Moral, überall. Ein Fragezeichen sehen wir ja da oben schon, links oben. Ah, hallo. Hallo, zeigen Sie mir Ihre Fähigkeiten. Zeigen Sie mir bitte Ihre Fähigkeiten. Selbstredend. Ja, super. Also... Toll. Ja. Gut, Questplot verlangt, dass ich dich anheuere, also heuere ich dich halt an. Aktueller Kontostand, Einstellungsgebühren sind 10.000 und dann der finale Kontostand. 10.000 davon abgezogen. Wow, yay. Stimmt sogar. Richtig, habe ich alles auch im Kopf gerade nachgerechnet. Danke, dass Sie mich eingestellt haben, Sir. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Davon gehe ich doch aus. Hoffe ich sehr also. Kehre zurück zum Schiff. Supi. Gibt es hier noch einen Lüftungsschacht? Naja, okay. Gelootet haben wir ja alles. Na gut, ein bisschen blöde, dass man jetzt da wieder dann so zurücklatschen muss. Aber naja, was soll's. Das hätte ich ja fast übersehen hier, ne? Guck sich das mal einer an. Das nehmen wir. Da gab es nochmal Credits. Ach, da sind wir hergekommen. Ach so. Ja, nö, dann brauche ich ja nicht sagen, ne? Genau, da drüben waren nämlich die Konsolen. War ich hier hinten schon? Nö. Eine Bar. Da haben wir UK2 wieder. Okay, es wiederholt sich. Der sieht doch interessant aus. Hallöchen, Kollege. Ja, worum geht's? Zeigen Sie mir mal Ihre Fähigkeiten. Also, das ist so ein Kampfpilot oder was? Zeigen Sie mir bitte Ihre Fähigkeiten. Einverstanden. Fortschritt bis zum nächsten Level. Unerfahren. Nee, Ente-Erfahrung. Unerfahren. Ansonsten sehen wir da auch nichts. Wo finde ich... Zum Polizeichef. Einverstanden. Und nö? Egal. Was hat sie? Eine Mechanikerin? Hallo, Pilot. Was kann ich für Sie tun? Handeln. Ich möchte Waffen kaufen. Ich möchte unbedingt Waffen. Ich möchte Software kaufen. Selbstredend. Einen Handelscomputer. Das ist natürlich gar nicht mal so schlecht. Für gewöhnlich muss ein Pilot um eine Station herumfliegen und die verschiedenen Händler kontaktieren, um sich ein vollständiges Bild von deren Handelsangeboten an dieser Station zu machen zu können. Hat man hingegen einen Handelscomputer installiert, so reicht es aus, nahe genug an eine Station entlang zu fliegen. Entschuldigung. Und die verschiedenen Handelsangebote der Stationen werden im Bordcomputer zu einfacheren Ansehen angezeigt. Für jede neue Station werden dann auch neue Handelsinformationen hinzugefügt.
Diese werden mehrere Stunden lang gehalten. Ah ja, okay. Nach einer gewissen Zeit können sie auch hinfällig werden. Okay, interessant. Wenn nämlich zum Beispiel eine Ware, aus welchem Grund auch immer, an einer Station nicht mehr gehandelt wird. Diese Informationen können gefiltert und sortiert werden. Piloten sollten betrachten, dass ein Handelscomputer alleine weder alle Stationinformationen noch Rabatte freischaltet, die man durch das gründlichere Erkunden ganzer Stationen erhalten kann. Diese Rabatte können auch mit installierten Handelscomputer auf üblichen Weg gefunden werden. Piloten sollten ihre örtlichen Mechaniker auf diese exzellente und zeitersparende Handelserweiterung ansprechen. Interessant. Was kostet denn der? Installiert 0 von 1 auf Lager 1, allerdings verkauft sie nicht. Warum? Naja gut, ich habe sie halt angeklickt. Scanner. Zeigen Sie mir bitte Ihre Scanner. Diese Produkte sind von allerhöchster Qualität. Verkauf, wir haben einen, das wollen wir nicht. Ein Profi-Scanner. Bei diesem verbesserten Modell werden die grundlegenden Varianten akribisch eingearbeiteter Beschränkungen entfernt. Setzt man ein Objekt der Scannerstrahlung für längere Zeit aus, erhöht sich das Risiko, besagtes Objekt wie in einer Mikrowelle zu kochen. Dramatisch. Spontane Entzündungen lassen sich ebenfalls beobachten. Mit dem Scanner lassen sich zudem Informationen aus Zielen herauskitzeln, die sonst keinen Sinn ergeben, indem sie die Frequenz der Strahlungsquelle erhöhen. Erhöht wurde, um durch Schilde und andere Störmaßnahmen hindurchblicken zu können. Okay. Wir sollten halt erstmal den normalen Scanner wahrscheinlich lesen. Das hätte vielleicht dann mehr Sinn gemacht. Der elektromagnetische Multikanalsonde oder besser bekannt als Scanner. Das Gerät ermöglicht einen tiefen Scan, der mehr als nur Oberflächenmerkmale aufdeckt. Egal, ob nur passive Scans durchgeführt werden oder aktive Multiband-EM-Strahlungen auf ein Ziel abgefeuert werden. Es lassen sich viele grundlegende Eigenschaften aus den Daten herauslesen. Ja gut, okay. Interessant. Hallo Pilot, was kann ich für Sie tun? Handeln, weiterhin. Was war das andere? Das andere war ein Polizeiscanner. Zeigen Sie mir bitte Ihre Scanner. Selbstredend. Der Polizeiscanner setzt bestimmte Wellenlänge ein, mit denen diese aktive Sonde potenzielle Ziele jedes Gehirns entreißen kann. Geheimnisse. Oh mein Gott. Es ist nur eine Frage der Zeit. Meistens eine Frage von Sekunden. Interessant. Ich sollte da drauf drücken, nicht das X. Das ist nämlich schlecht. Den Profi-Scanner könnten wir uns kaufen für 153 Credits. Ah! 1.199.000, das K. Nee, dann lassen wir das mal. Dann lassen wir das definitiv mal sein. Weil, genau, stimmt, da oben, das sind ja auch schon fast 16, oder was ist fast 16.000? Das sind 16.000, okay. Was hast du für Waffen? Zeigen Sie mir bitte Ihre Waffen. Selbstredend. Okay, das ist die Waffe, die wir haben im ersten Slot. Im zweiten Slot haben wir nichts installiert. Einen Bergbaulaser hätten wir noch. Slot 4 und 5. Und... Okay, was auch immer das für eine Waffe ist. Also die haben wir gar nicht. Die könnten wir kaufen, aber die ist auch teuer wie Nachbars Lumpi. Schilde. Zeigen Sie mir bitte Ihre Schilde. Selbstredend. Haben wir nur den 1 MK. Sie verkauft die anderen gar nicht erst. Interessant, da haben wir zwei installiert. Okay, und Antriebe? Zeigen Sie mir bitte Ihren Antrieb. Selbstredend. Sidewinder-Antrieb. Der Sidewinder-Antrieb MK2 gibt etwas Vorschubsleistungen auf, um den Wendemoment und die Geschwindigkeit und Beschleunigung zu steigern. Betrachtet werden sollte, bla 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 bla, trifft Geschwindigkeit. Also ein bisschen mehr wendiger, das Schiffchen. Okay, Lady, tschüss. Interessant. So, dann können wir da noch raufgehen. Gibt es hier irgendwas Interessantes?
Nö, ne? Hinten auch nicht. Hat hier irgendwo. Oh, halt, da. Haha, Datasette. Credits nochmal 250. Interessant. Ansonsten. Da kommen wir nicht durch. Dann würde ich sagen, gehen wir aber zurück zum Schiff. Gut, da hinten natürlich noch kurz nachschauen. Noch mehr Spinte. Was man dann mit dieser ganzen Kleidung machen kann. Keine Ahnung. Ich hoffe, sie wird viel Geld bringen. Oh, was haben wir da? Kehre zum Schiff zurück. Aha, Wein. Naja, scheint wohl so ein Entspannungsraum zu sein. Nicht mehr, nicht weniger da hinten. Ja, Bierfässernhaufen. Ich glaube, darauf ging es, gell? Also zum Schiff zurückreisen, das wäre nicht schlecht, wenn das ein bisschen schneller gehen würde. Wenn ich nicht so rumtrödeln würde. Wobei, man muss nur meckern und dann geht's doch eigentlich fix. Super. So. Warum ist eigentlich hier hinten offen? Kann mir das mal einer erklären? Nicht mal. Kann hier sonst wer reinkommen in das Schiff? So, benutzen. Achso, jetzt wollte ich gerade sagen, ach, jetzt darf ich selber mal ins Cockpit latschen. Nö. Macht das Spiel natürlich auch wieder selber. Vor allem, sie dreht sich dann auch immer wieder so rum. So. Wie hockt die eigentlich auch da? Okay, Informationen freigeschaltet. 8%. Wow. Das war falsch. Das war auch falsch. So. Und jetzt... Ja. Wo sollen wir denn hin? Ah, zu unserem Schiff wahrscheinlich da drüber. Aber ich habe da drüben schon was gesehen. Was ist denn das da? Warum wird denn der rot angezeigt? Gute Frage, nächste Frage, ne? Info? Keine Ahnung. Halt, 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 wo bist du? Wo bist du? Ah, dem folgen wir mal. Ah, jetzt hat der da auch dieses, wo man mit dem Laser hinfeuern muss. Ah. Komisch, ich habe gar nichts aktiviert. Ups. Ach, wahrscheinlich muss ich den erst so markieren, hä? Rufen. Zum Teufel mit Ihnen. Zum was? Mein Gut. Und nö. Für Piraten gab es normalerweise immer Ruf. Hallo. Vielen Dank, dass Sie die Aggressoren von unserer Station vertrieben haben. Kein Problem. Ich wollte es gerade noch gesagt, sagen wir es mal so. Gerade noch geschumpfen. Okay, supi. Jetzt ist das I verschwunden, was da gerade noch war. Das hat mich jetzt auch noch... Ach, da ist es wieder. Gib mir das I. Gib es mir. Turbo Boost. Ich will da die Informationen haben. Halt. Halt, 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 halt. So. Info. Keine Rabatten. Keine Rabatte. Schade. Okay. Bleiben diese I's dann so? Nö. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man dann... Aber wir haben mehr Informationen freigeschaltet. Okay. Das I? Oh. Komm schon. Echt jetzt? Wie nah muss man da ranfliegen? Und jetzt? Ja, das habe ich auch gefragt schon. Was jetzt? Markt durcheinander bringen? Nee, das will ich ja eigentlich nicht. Ich will ja eigentlich nur die Informationen. Naja, gut, okay. Das schaue ich mir mal noch genauer an. Um mal zu wissen, wie das dann da so richtig funktioniert. Weil da steige ich jetzt gerade gar nicht so durch. Vor allem ist es halt blöd, dass man das hier nicht angezeigt bekommt. Aber wahrscheinlich gibt es hier auch irgendwo eine coole Map und ich habe die einfach noch nicht gefunden. Das kann natürlich auch noch gut möglich sein. Auf jeden Fall ab hinein in den Tunnel. Komm, fliegt mal schneller. So, so, so.
So, dann... Ah, Mist, das habe ich jetzt selber ausgebremst. Das geht hier nochmal gut. Hier rüber, Wegkreuz. Achso, halt, Highway verlassen. Mensch, sowas. Docke an, unbekannte Station. Wie soll ich jetzt an der nächsten Station andocken? Ich sollte doch nur den Captain holen, habe ich gedacht, für meinen Frachter. Damit wir endlich mal den Frachterpiloten starten lassen können. Ist das ein Schiff? Finde ich, ja, sieht es cool aus. Wenn es eine Station ist, sieht es auch noch cool aus. So. Ich sehe schon mal, ich wollte gerade sagen, ich sehe schon mal keine Is. Jetzt tauchen da natürlich zwei, drei auf. So. Holen wir uns halt mal da die Informationen rein. Schön stehen bleiben. Info. Hat mich gerade die Polizei gerammt? Kann das sein? Kurs setzen. Nein, nein, nein. Hör auf, hör auf. Ich will keinen Kurs setzen. Oh Mist, ich habe irgendwas angenommen. Hi. Warum so misstrauisch werden oder Risiken eingehen? Wir sind hier offen genug. Das verstehe ich jetzt nicht, was er wollt von mir. Okay. Ja gut, ne? Dann. Was habe ich denn jetzt eigentlich angenommen wegen Kurssetzen? Ich weiß es gar nicht. Stationskommando an Ren Otani. Ich hoffe ernsthaft, dass das nur ein Versehen war. Das war ein totales Versehen, Lady. Das war also mehr als nur ein Versehen. Das war ja also total Versehen. Was habe ich denn da jetzt angenommen, ich Schiff? Gute Frage, nächste Frage. Warum hat sich eigentlich das Schiff gerade gedreht, ohne dass ich irgendwas gemacht habe? Ja, egal. Okay, bevor ich jetzt zu Rauch des Elends fliege, würde ich sagen, wende ich den Part an dieser Stelle und bedanke mich recht herzlichst fürs Zuschauen und ich hoffe doch sehr, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. In diesem Sinne, Baba!